Ja, vielen lieben Dank und freundliches Hallo an alle. Wie gerade schon gesagt wurde, ist mein Name Johanna Störiko und ich arbeite und promoviere am Institut für Digital Humanities an der Universität Göttingen und das noch nicht so lange. Deshalb freue ich mich sehr, Ihnen heute einen Einblick in die Ergebnisse meiner Masterarbeit geben zu können. Und wie Sie anhand des Titels meines Vortrages schon sehen können, geht es bei mir um die digitale Erfassung von Werbeanzeigen aus der Jahrhundertwende. Und Sie sehen an der Seite auch schon ein paar der Werbeanzeigen, mit denen ich mich unter anderem beschäftigt habe. Diejenigen von Ihnen, die mit historischen Zeitschriften, vor allem im 19. und 20. Jahrhundert arbeiten, kennen sicherlich auch die Anzeigenseiten, die in vielen Zeitschriften, aber auch Tageszeitungen viel Raum einnehmen. Ich habe mich in meiner Arbeit mit der Kulturzeitschrift Die Jugend in den ersten 5 Jahren ihres Erscheinens beschäftigt, also von 1896 bis 1900. Und in dieser sehen die Werbeanzeigen und die Seiten, auf denen sie zu finden sind, zum Beispiel so aus. Die Bilder, die Sie sehen in meiner Präsentation, sind im Übrigen bis auf eines ganz am Ende alle Ausschnitte von den Scans der Universitätsbibliothek Heidelberg der Jugend. Nicht nur dort, sondern vielerorts wurden in den letzten Jahren Zeitungen und Zeitschriften digitalisiert und die entsprechenden Scans online zur Verfügung gestellt. Das eröffnet neue Perspektiven und Möglichkeiten und auch einen Haufen an Daten, die ausgewertet werden möchten. Und immer häufiger gehen die Bestrebungen dahin, eben nicht nur die Scans zur Verfügung zu stellen, sondern darüber hinaus auch einen automatisch erkannten Volltext, Personenregister oder Informationen zu den in den Zeitschriften enthaltenen Artikeln. Kurz, es geht nicht nur um den Scan, sondern um die Daten, die darin enthalten sind. Die Anzeigenseiten können dabei nicht einfach als Teil der Zeitschrift behandelt oder gar ignoriert werden, sondern in meiner Vorstellung oder meiner Meinung nach benötigen sie eine Sonderbehandlung. Und in meinem Vortrag möchte ich deswegen einen Blick darauf werfen, welche Daten eigentlich in den Anzeigen enthalten sind und meine ersten Versuche darlegen, einen Teil dieser Materialfülle an Anzeigen durch eine digitale Erhebung für die Geschichtswissenschaften nutzbar zu machen. Genau. Ich habe mir überlegt, dass es da in diesen Anzeigen so verschiedene Datenschichten gibt und die werden wir uns jetzt einmal ansehen. Als Beispiel habe ich hier zwei Anzeigen aus dem Jahr 1900 mitgebracht. Links eine Anzeige der Gebrüder Zierlein für ihren Malerpinsel Zierlein. Die Firma ging später übrigens in die heutige Leon Hardy über, die immer noch Pinsel herstellt. Und rechts sehen wir eine Anzeige von Heinrich Zeiss, später Union Zeiss, für einen Bücherschrank, der damals noch relativ neu auf dem Markt und heute eine gefragte Antiquität ist. Die erste Datenschicht dieser Anzeigen bilden die Metadaten. Das ist hier jetzt eher, also nicht vollständig, sondern eher als Skizze zu verstehen. Und diese Metadaten stammen einerseits aus dem Veröffentlichungskontext der Anzeige, also in diesem Fall aus der Zeitschrift Die Jugend. Andererseits kommen die aber auch aus der Form der Werbeanzeige und ihrer Position auf der Seite bzw. ihrer Größe. Als weitere Datenschicht haben wir dann den Text der Anzeige sowie die in der Anzeige verwendeten Bildelemente. Diese können verschiedener Natur sein. In den beiden Beispielanzeigen finden wir ein einfaches Produktbild, eine Illustration, die das Produkt in einer kleinen Szene zeigt, sowie dekorative Elemente in und um den Text. Die Positionierung von Text und Bild auf der zur Verfügung stehenden Fläche kann als Layout ebenfalls eine eigene Datenschicht sein. Und auch die Gestaltung der einzelnen Buchstaben, die Typografie, kann als solche betrachtet werden. Denn die Werbeanzeigen enthalten in der Regel eine Vielzahl von verschiedenen Schriftarten, Schriftschnitten und Satztechniken. Während sich viele davon auf die zeitgenössischen Standardschriften zurückführen lassen, werden häufig auch Zier- und Kunstschriften verwendet. Text, Bild, Layout und Typografie spielen in den Anzeigen zusammen, um ihre Aussage, ihre Auffälligkeit und ihre Wirkung auf potenzielle Kunden bewusst zu modellieren. Eine vollständige digitale Erhebung der Anzeigen muss daher auch diese Datenschichten berücksichtigen. Und diese Datenschichten sind eben in den Anzeigen auch von einer ganz anderen Relevanz als zum Beispiel in den Zeitungen und Zeitschriften, in denen die Anzeigen zu finden sind.
Es gibt aber auch noch eine letzte Datenschicht, die ich die Schicht der Entitäten nenne. Auf dieser Datenebene entspannt sich ein Beziehungsnetzwerk aus den in der Anzeige enthaltenen, aber auch an ihrer Erstellung und Veröffentlichung beteiligten Entitäten. So bewirbt eine Anzeige zum Beispiel ein oder mehrere Produkte, die in verschiedenen Anzeigen auf verschiedenen Art und Weisen grafisch repräsentiert werden. Hier zum Beispiel zwei verschiedene Pinsel, auch wenn der Unterschied sehr klein ist. Dasselbe Unternehmen kann in verschiedenen Zeitschriften für dasselbe Produkt werben, mit derselben Anzeige oder mit einer Anzeigenvariation. Und zu diesen etwas offensichtlicheren Entitäten kommen weitere Entitäten, die mit dem bloßen Blick auf die Anzeigen nicht zu erkennen sind und erst durch eine Untersuchung der gerade vorgestellten Datenschichten in Erscheinung treten. In den Anzeigen werden verschiedene Schriftarten verwendet, die wiederum durch eine Schriftgießerei hergestellt wurden. Ein Künstler, meistens unbekannt, da diese Werke ja nicht signiert sind, hat die Zeichnungen angefertigt und jemand hat den Anzeigentext und die Gesamtkomposition der Anzeige erdacht, entweder in einem Unternehmen oder in einer Annoncenexpedition, wie es um die Jahrhundertwende üblich war. Das, was wir auf den Zeitschriftenseiten als Anzeige erkennen, ist eine Reproduktion des Ergebnisses des Zusammenspiels all dieser Entitäten. Wie also können wir diese Daten nun erheben? In meiner Masterarbeit habe ich versucht, hierfür einen Workflow zu entwickeln, der zumindest als Grundlage für weitere Untersuchungen dienen kann. Es sei aber vorweg gesagt, dass anders als im Vortrag vorher die hier vorgestellten Methoden als Experiment und als Ausloten der Möglichkeiten zu verstehen sind und nicht unbedingt als Vorschlag für eine Best Practice. Beginnen wir also am besten mit den Metadaten. Wie Sie sicherlich schon bemerkt haben, habe ich die Werbeanzeigen in meinem Beispiel losgelöst von ihrem ursprünglichen Kontext der Anzeigenseite betrachtet. Das halte ich auch für sehr sinnvoll. Die Anzeigenseite ist natürlich relevant für die quellenkritische Einordnung der Anzeigen, jedoch ist sie eben nur der Kontext einer Reproduktion und nicht der eigentliche Entstehungskontext der Anzeige. Dieser kann für alle Anzeigen auf einer Seite komplett unterschiedlich sein. Daher muss jede Anzeige für sich stehend betrachtet werden. Eine Segmentierung der einzelnen Anzeigen ermöglicht außerdem eine Ansicht dieser, ohne von den anderen Anzeigen der Seite abgelenkt zu werden, deren ganzer Daseinszweck es ja ist, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Für die Segmentierung der Seiten gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Ich habe einen halbautomatischen Ansatz gewählt und ein kleines Python-Tool geschrieben, das Sie hier sehen. Und dieses schlägt einerseits eine regelbasierte Segmentierung der Seite anhand des Whitespaces zwischen den Anzeigen vor. Andererseits, und das hat sich ehrlich gesagt während der Arbeit als viel entscheidender herausgestellt, hat das ein einfaches Interface, das durch das Setzen von horizontalen und vertikalen Schnitten erlaubt, das Ergebnis zu korrigieren und die Seite manuell zu segmentieren. Das Tool berechnet auch die Größe der Anzeige in Pixeln und als Prozentanteil der Seite und speichert schließlich die einzelnen Anzeigen und ein JSON-Dokument mit den Metadaten ab. Insgesamt habe ich mit diesem Tool alle 1056 Werbeseiten aus den ersten 5 Erscheinungsjahren der Jugend segmentiert und es hat nicht alle Ewigkeit gedauert, sonst würde ich hier nicht stehen. Ebenso möglich gewesen wäre hier eine Arbeit mit Verfahren der Computer Vision aus dem Gebiet der Page Segmentation oder Optical Layout Recognition. Ich glaube, man kann es nur schlecht sehen, weil die Linien so dünn sind, aber ich habe hier mal das Ergebnis eines Experimentes mit dem Modell des Projekts Newspaper Navigator mitgebracht. Und die sehen auf den ersten Blick ganz gut aus, aber wie natürlich auch zu erwarten ist, liefert das Modell keine perfekten Ergebnisse. Man kann es also nicht blind einsetzen. Das liegt natürlich daran, dass das Modell auf amerikanischen Tageszeitungen trainiert wurde. Aber die vorliegenden segmentierten Seiten können jetzt natürlich als Ground Truth dienen, um zum einen die Präzision des Modells zu berechnen oder dieses dann im nächsten Schritt spezifisch für Anzeigenseiten aus Kulturzeitschriften der Jahrhundertwende weiter zu trainieren. Durch die Segmentierung steht nun eine neue Datenquelle zur Verfügung, die vorher nicht da war und jetzt ausgewertet werden kann, nämlich die Größe der Anzeigen. In diesem Diagramm sehen Sie auf der X-Achse die Erscheinungsjahre der Jugend und auf der Y-Achse den Anteil der Seite, den die Anzeigen einnehmen.
Jeder Punkt repräsentiert eine Anzeige und die Anzeigen, die in derselben Ausgabe erschienen, stehen vertikal übereinander. Hier wird direkt sichtbar, dass die meisten Anzeigen weniger als 20% der Seite einnehmen und die mittlere Größe liegt je nach Jahr zwischen 5 und 10% der Seite. Halb- oder ganzseitige Werbeanzeigen, und das sieht man hier besonders gut, bilden im gesamten Untersuchungszeitraum die Ausnahme. So eine ähnliche Untersuchung hat übrigens auch Melvin Wevers aus den Niederlanden gemacht, wollte ich nur noch mal erwähnen, und da aber mit Tageszeitungen aus den 50er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Als nächstes habe ich dann versucht, mich mit einem der etablierten Tools der Textbild- und Layout-Erkennung zu widmen. Und diese drei Punkte hängen hier zusammen, da das übliche Vorgehen zur automatischen Texterkennung mittels Optical Character Recognition zunächst eine Layout-Erkennung vornimmt, in dem Bild- und Textregionen ausgezeichnet werden. In diesen Regionen werden dann Textzeilen erkannt, die die Grundlage der Zeichenerkennung bilden. Ausprobiert habe ich für die Anzeigen Transcribus, OCR for All und eScriptorium, die, wie hier sichtbar wird, alle theoretisch dazu in der Lage sind, die Textzeilen zu erkennen. Es ist aber vor allem die Layout-Erkennung, die hier Probleme bereitet und die in meinen Versuchen an vielen Stellen händisch korrigiert oder komplett händisch durchgeführt werden musste. Hier stößt aber nicht erst die automatische Erkennung, sondern schon das zugrunde liegende Layout-Modell an seine Grenzen. Denn es ist ja üblich, eine Einteilung zum Beispiel in Bildbereiche und Paragraphen vorzunehmen. Aber was jetzt im Fall dieser Werbeanzeigen ein Paragraph ist, muss auch erst noch definiert werden. Und selbst der Begriff der Textzeile ist hier ein bisschen schwierig, da wir, das sind jetzt noch vergleichsweise harmlose Anzeigen vom Layout her, aber es gibt auch Fälle, in denen Zeilen zum Beispiel ein Bild umlaufen oder wie man bei der Union Zeiss-Anzeige sieht, was es ganz häufig gibt, ist, dass die Zeile gegen Ende dann nochmal so in zwei Unterzeilen aufgebrochen wird. Das Ergebnis meines Experimentes ist es also, dass es hier zunächst einmal einer Ontologie für das Layout von Werbeanzeigen bedarf, damit wir überhaupt wissen, was hier eigentlich trainiert werden soll und die dann verwendet werden kann, um das entsprechend auch zu trainieren. Nichtsdestotrotz wollte ich gerne noch ausprobieren, ob die Optical Character Recognition denn ansatzweise funktioniert, wenn erst einmal die Zeilenerkennung vorliegt. Und ich beschäftige mich schon ein bisschen länger mit diesem Thema und hatte in einem Vorprojekt mit den Anzeigen aus der Zeitschrift Der Sturm schon mal ein Modell trainiert und da 400 Anzeigen transkribiert. Und das hatte mit OCR for All tatsächlich eine Genauigkeit von 90% erreicht. Aber wie ich auch schon, also es ist sowieso für ein OCR nicht super toll, aber schon mehr in Ordnung als das, was ich erwartet hatte. Aber wie ich ebenfalls erwartet hatte, ist das natürlich auch ein Stück weit Overfitting gewesen und es hat sich jetzt nicht auf die Jugend übertragen lassen. Daraus schließe ich, dass hier ein Ansatz vermutlich sein könnte, Teilsets von Anzeigen zu erstellen, die sich ähnlich sind und für diese dann gezielt Modelle trainieren. Oder auch die einzelnen Textzeilen zunächst nach Schriftarten zu klassifizieren und dann ein auf Schriftarten trainiertes Modell zu verwenden. Solche Modelle, besonders für die Kunst- und Zierschriften, müssen natürlich aber wiederum auch erst entwickelt und definiert werden. Als letztes habe ich mich dann noch einer Auswahl der Entitäten gewidmet und in diesem Zuge auch alle Daten in einer MySQL-Datenbank zusammengeführt. Die Haupttabelle dieser Datenbank enthält die Informationen aus verschiedenen Datenquellen. Aus den Faksimiles werden Metadaten zur Zeitschrift, Ausgabe und Seite entnommen. Mein Segmentierungstool liefert die Größe der Anzeige und OCR for All in einigen Fällen den Text. Hinzu kommen der Name des werbenden Unternehmens und die Kategorie des beworbenen Produktes, die ich in Ermangelung des Textes händisch ausgezeichnet habe. Zur automatisierten Zusammenführung der Daten und dem Upload in die Datenbank habe ich verschiedene Python-Skripte verwendet und insgesamt liegt so nun eine Datenbank mit über 10.000 Werbeanzeigen vor, die nach Zeitschrift, Jahr, Größe, Unternehmen und Produktkategorie durchsuchbar ist. Bei der Auszeichnung von Unternehmen und Produktkategorie waren natürlich einige Entscheidungen zu treffen, auf die ich hier nur kurz eingehen kann. So habe ich die Unternehmensnamen zunächst exakt so transkribiert, wie sie auf der Anzeige zu lesen waren. Und später habe ich dann mithilfe eines Topic-Modeling-Algorithmus Namensvarianten desselben Unternehmens extrahiert und diese Beziehung in einer eigenen Datenbankspalte abgebildet.
Als Grundlage für die Produktklassifikation diente mit dem Warenzeichenblatt von 1896 ein zeitgenössisches Klassifikationssystem des Kaiserlichen Reichspatentamtes, das um einige Kategorien wie zum Beispiel Dienstleistungen ergänzt wurde. Mit dem Vorliegen der Produktkategorie und der Unternehmensnamen lassen sich nun wieder ein paar statistische Beobachtungen machen. Im ersten Erscheinungsjahr der Jugend 1896 warben mit 180 verschiedenen Unternehmen noch deutlich weniger Unternehmen in der Jugend als 1900, denn in dem Jahr waren es 327. Die große Zahl von Unternehmen lässt darauf schließen, dass viele Anzeigen nicht regelmäßig, sondern nur einmalig oder über einen kurzen Zeitraum hinweg gedruckt wurden. Das bestätigt sich, wenn man sich genauer ansieht, wer wann und wie häufig in der Jugend warb. Insgesamt gibt es nur einen sehr kleinen Kreis an Stammkunden, die im gesamten Untersuchungszeitraum jede Woche in der Jugend warben. Wie aufgrund vorheriger Forschungen zur Werbung um die Jahrhundertwende zu erwarten, sind darunter eine Heilanstalt, ein Medikamentenhersteller und ein Sekthersteller. Alles Branchen, die zu den Vorreitern der modernen Wirtschaftswerbung zählen. Etwas überraschend sind dagegen der Kunstverlag Monachia, wobei auch das bei einer Kunstzeitschrift natürlich irgendwo zu erwarten ist. Das Patentbüro G. D. Dreux oder der Hersteller von Lokomotiven, R. Wolf. Hier wäre durch den Vergleich mit anderen Zeitschriften noch zu untersuchen, ob es sich hierbei um Artefakte der Gattung Kulturzeitschrift oder der spezifischen Zeitschrift der Jugend handelt. Untersucht man nun die Anzeigen dieser Stammkunden auf ihre Größe hin, so sieht man, dass nur Nicolai und Co., Henkel und der Verlag Georg Hürth selber ab und zu auch größere oder sogar ganzseitige Anzeigen schalteten. Also der Verlag von Georg Hürth ist der Verlag, der die Jugend auch herausgibt. Die anderen Firmen scheinen in der Regel Anzeigen ähnlicher Größe zu schalten und diese sind wiederum in vielen Fällen sehr klein. Solche Analysen können verwendet werden, um Schlüsse über Werbeetats und den Stellenwert von Werbung auch in Kleinstunternehmen zu belegen. Sie liefern aber auch einen interessanten Einblick in die Redaktionstätigkeit und Zielgruppe der Jugend. Bei der Auswertung der Produktkategorie ergibt sich ein ähnliches Bild. Bücher und Zeitschriften bilden zahlenmäßig die größte Kategorie. Zum einen, da Bücher als eine der ersten Massenwaren auch mit als erstes beworben wurden. Zum anderen, weil 5% der Werbeanzeigen eben vom Verlag Georg Hürth stammen und die fallen alle fast ausschließlich in diese Kategorie. Dort werden dann im Verlag erscheinende Bücher, Sonderausgaben oder auch einfach das Abonnement der Jugend beworben. Interessant ist vor allem, dass die zweitgrößte Kategorie die Dienstleistungen sind. Eine Gruppe, die in Bezug auf die Geschichte der Werbung meines Wissens nach bisher nicht im Fokus stand. Zahlreiche Anzeigen in dieser Kategorie werben für Patentbüros und Malschulen. Die Anzeigen dieser Kategorie sind auch besonders klein. Einige nehmen nicht einmal 1% der Seite ein. Diese statistischen Untersuchungen belegen, wie ich jetzt schon vielfach gesagt habe, vor allem das, was auch durch den klassischen analogen Close Reading oder Close Viewing Ansatz in der Geschichtswissenschaft erforscht worden ist. Sie ergänzen das Bild allerdings um die Klein- und Kleinstanzeigen, die bisher nicht im Fokus der Werbeforschung standen. Das allein rechtfertigt vielleicht nicht den Aufwand, den eine digitale Erhebung aller Datenschichten mit der dazugehörigen Entwicklung von Tools, Modellen und Ontologien darstellt. Dennoch denke ich, dass ein solches Vorhaben lohnenswert ist. Eine Datenbank mit Werbeanzeigen, nicht nur der Jahrhundertwende, aber unter anderem der Jahrhundertwende, die je nach Fragestellung nach Unternehmen, Schriftgießer, Künstler, Größe, Zeitschrift oder Text-Bild-Beziehung durchsuchbar ist, ermöglicht eine ganz neue Nutzung von Werbeanzeigen als historische Quellen in der Geschichtswissenschaft und auch in der digitalen Geschichtswissenschaft. Als Beispiel habe ich hier einige der Bilder auf den Werbeanzeigen mitgebracht, die links zeitgenössisch männlich gelesene Figuren und rechts zeitgenössisch weiblich gelesene Figuren darstellen. Eine Suche nach Bildinhalten wie Frau, die Fahrrad fährt oder Person, die eine Kamera benutzt, wären mithilfe einer semantischen Bildersuchmaschine möglich, wenn die Bilder der Anzeige eben segmentiert vorliegen und dann auch als Korpus benutzt werden können. Daraus ergeben sich wiederum zahlreiche Möglichkeiten zur Erstellung interessanter Datensets für eigentlich alle Bereiche der Geschichtswissenschaft. Und natürlich ist alleine schon die Möglichkeit, nach Unternehmen zu sortieren und die Anzeigentätigkeit eines Unternehmens über die Jahre nachzuvollziehen, nützlich und ist auch etwas, was schon an vielen Orten gemacht wurde, zum Beispiel für die Wirtschafts- oder Alltagsgeschichte. Hier sehen Sie verschiedene Anzeigen des Kolonialwarenhändlers
Otto E. Weber. Im Übrigen auch ein sehr schönes Beispiel dafür, wie schon eine kleine Veränderung in Text, Layout oder Schriftgestaltung eine neue Anzeigenvariante erzeugt. Interessant wäre auch, aufgrund von Bildmustererkennung nach Trends und Trendsettern in den Werbeanzeigen zu suchen. Sieht man sich zum Beispiel die Werbeanzeigen verschiedener Patentbüros an, so fällt doch ein Trend zum auffälligen P ins Auge. Und man fragt sich, woher das wohl kommt und wer sich das von wem abgeguckt hat. Die Signifikanz dieser Variationen wird auch in diesem letzten Beispiel sehr gut sichtbar. Hier sehen wir zweimal eine Werbeanzeige für ein Buch von einem Spezialarzt Dr. Rumler, das einem dabei helfen soll, keine menschliche Null mehr zu sein. Die Anzeige erschien in derselben Woche links in der Jugend und rechts im Simplicissimus. Der Text ist größtenteils identisch, im Simplicissimus wurde allerdings noch etwas mehr hinzugefügt. Unterschiedlich sind aber sowohl typografische Gestaltung als auch der Rahmen und sogar die Zeichnung in der Anzeige. Hier sind offensichtlich zwei Künstler damit beauftragt worden, eine menschliche Null zu zeichnen und etwa zum selben Ergebnis gekommen. Diese kleinen Veränderungen, Varianten und Weiterentwicklung von Werbeanzeigen finden sich an vielen Stellen wieder und ich persönlich finde das einfach wahnsinnig interessant. Daher möchte ich mich, und das ist jetzt der Schluss des Ganzen, in meinem Promotionsprojekt, das jetzt an die Masterarbeit anschließt, daran arbeiten, die technischen und theoretischen Grundlagen einer digitalen Edition der Werbeanzeige zu skizzieren, die Layout, Typografie und Entitäten auszeichnet, miteinander in Beziehung setzt und verschiedene Anzeigenvarianten als solche kennzeichnet. Ich hoffe, ich konnte auch bei Ihnen ein wenig Interesse für diese historischen Quellen und Ihre digitale Erhebung wecken und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragen und Diskussionen.